krasses Wetter. Also es ist ja noch schlimmer als gestern. Also es regnet durchgehend und ist natürlich auch kalt. Und was hier in Modesto immer passiert, wenn es regnet, also in Modesto und Umgebung, Severe Weather Warning, also Flood Warning. Das heißt, hier gibt es einige Straßen, die werden grundsätzlich überspült, wenn es regnet. Also die haben jetzt keine super Systeme, die halt verhindern Straßengräben oder sowas, dass Straßen nicht überspült werden. Das heißt, die geben einfach eine Warnung raus und sperren dann gewisse Straßen. Und das ist auf jeden Fall seit gestern Abend nötig. Und jetzt hat mich gerade die Schiene angerufen, wo die Liane auf dem Weg hin ist, um der noch ein paar Sachen vorbeizubringen für den Urlaub oder was weiß ich. Und geht alles nicht. Straßen gesperrt und stehen unter Wasser. Krass. Der Regen hat aufgehört. Zum ersten Mal sehe ich hier Stellen blauen Himmel. Aber hier waren einige Straßen überflutet und nicht passierbar. Mehr oder weniger die halbe Gegend in die Richtung war abgeriegelt. Na gut, ich muss jetzt meine Autoversicherung, meinen aktuellen Führerschein schicken, beziehungsweise eine Kopie davon. Sonst wird meine Autoversicherung terminated. Was nicht so gut wäre. Die haben immer noch in ihren Record, also in ihren Daten, meine seit Jahren abgelaufenen Führerschein von Oregon, der ja schon seit 5 Jahren nicht mehr gültig ist. Das ist super krass. Aber gut, ist ja kein Drama. Ansonsten kommen wir mit dem Auspacken auf jeden Fall ein bisschen weiter. Obwohl der Tag schon wieder vorbei ist, gleich 2.30 Uhr. Naja, vielleicht gucken wir später, ob wir ein Sonnenuntergangsfoto machen können. Oder Bilder, ja. Denn der Übergang zwischen Schlechtwetterphase und Gutwetterphase ist immer amazing. Überall gibt es Pfützen. Von sehr windig geht es zu absolut windstill über und dann hat man halt diesen Spiegeleffekt überall. Und das ziehen wir uns nachher wohl mal rein. Und dann müssen wir noch irgendwie gucken, was wir heute essen. Also ich bin zufrieden mit Brot und Käse und Kassler. Aber GN will wahrscheinlich was Anständiges essen. Mal gucken. GN ist gerade unterwegs, Onkel Bob helfen, der nicht wirklich ein Onkel ist, aber irgendwie so ein naher Freund der Familie oder sonst was. Und ich probiere in der Zeit mehr oder weniger das Familienrezept für Waffeln, um endlich mal das Weihnachtsgeschenk von vor 2 Jahren zu checken, was die GM mir geschenkt hat. So einen kleinen Waffeleisenmaker. Waffeleisen. So, das Problem ist, dass ich jetzt zwar eine Rührmaschine habe, da hinten in der Ecke, aber ich versuche das erstmal hinzubekommen mit diesem Rührgerät. Deswegen muss ich die Butter mehr oder weniger schmelzen. Und ich hoffe auch, dass die Schale groß genug ist. Aber ich werde einfach mal weitermachen und mal gucken, was daraus wird. Ich hatte nämlich irgendwie Bock auf Waffeln, hatte schon Ewigkeiten nicht mehr. Aber wir nutzen hier in Amerika ja irgendwie anderes Mehl als wir. Deswegen kann man ja auch hier kein deutsches Brot backen, weil die Zutaten einfach irgendwie leicht unterschiedlich sind. Aber ich werde mal schauen, weiter mixen und mal gucken. Also mit dem Handrührgerät, das wäre eine Katastrophe geworden. Außerdem ist die Schüssel viel zu klein. Also, und wir haben ja so eine Küchenmaschine. Erstens ist die Schüssel größer und zweitens, wie geil ist das, das Ding hier zu benutzen. Also sonst hätte ich mir wahrscheinlich beide Handgelenke gebrochen. Von daher, ja, packe ich mal den Rest zusammen und dann schauen wir mal. Okay, der Teig ist fertig. Das Waffeleisen ist wirklich ein mini kleines Ding hier. Also das Rezept gibt bei unserem Waffeleisen zu Hause ungefähr 14 Waffeln. Und das hier gibt wahrscheinlich, keine Ahnung, 30, obwohl ich die reduzierte Menge genommen habe. Aber es war auf jeden Fall eine gute Idee, hier das Ding zu benutzen. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich immer noch dran und morgen früh wahrscheinlich auch noch. So, jetzt heizen wir mal das kleine Ding ab und gucken, was draus wird.
Also ich weiß gar nicht, wann die fertig sind. Und die sehen natürlich ganz schön dunkel aus, weil ich hier dieses Whole Wheat Flour genommen habe. Also dieses Vollkornmehl. Aber irgendwie duftet es schon mal gut. Ich weiß trotzdem nicht, wann die fertig sind. Und die machen auch diese dickeren Waffeln, die die hier in Amerika eher mögen. Ja, schauen wir mal weiter. Also wenn das Mini-Ding sagt, die sind fertig, dann sind die auf keinen Fall fertig jetzt schon. Super soft. Also eine habe ich mir schon reingepfiffen. Und ja, das gibt wahrscheinlich bei dem kleinen Ding und dem viel Teig, was der hier drin ist, 100 Waffeln. Aber vom Geschmack her könnte ein bisschen süßer sein. Aber eigentlich nicht schlecht. Also ich weiß nicht. Also es liegt, glaube ich, am Backeisen. Backeisen, ja. Oder an den Zutaten hier. Die bleiben so fluffig und komisch ist auch, dass die in der Mitte dicker sind als am Rand. Aber was soll man machen? Ich muss arbeiten mit dem, was ich habe. Und ja, wenn man hier Puderzucker darüber macht, wie zu Hus, machen die Amerikaner auch nicht. Die packen da Sirup drauf in verschiedenen Geschmacksrichtungen, was super eklig ist. Ja, also ich habe jetzt die doppelte Backzeit genommen, die das Gerät mir vorschlägt, hier mit Licht an, Licht aus. Still, die werden nicht so viel zu Hause. Natürlich schon doppelt. Nachdem ich mir jetzt schon 5, 6 reingezogen habe, kriege ich es langsam raus. Also die brauchen definitiv doppelte Backzeit. Man muss mehr Teig rein tun, als man gewohnt ist in Deutschland. Man füllt das Ding einfach vollkommen ab. Und dann werden die Dinger, so wie die hier, ein bisschen dicker, aber dann gleichmäßig dick überall. Und ja, sieht fast aus wie eine Waffel. Bisschen dunkel, wegen dem dunklen Mehl natürlich, aber schmeckt fast so wie zu Hause. Aber ist ja kein Wunder. Meine Mutter hat mir ja mitgegeben, Vanille, Zucker und Backpulver, das deutsche Zeug. Von daher, ja, ist okay. Ich bin zufrieden. Die Arbeit und die ganze Sauerei, die ich hier veranstaltet habe, fast gelohnt. Liane ist gerade nach Hause gekommen und probiert die Waffeln. Allerdings nicht mit Puderzucker, wie es normal wäre, sondern mit Butter und Sirup. But she likes it. So, what can I do? Schon 10 Uhr. Gegessen habe ich außerdem ein paar Waffeln, heute eigentlich nichts, von daher habe ich jetzt irgendwie Hunger. Und das zweite Brot, was die Lea mitgebracht hat, ist dieses Schwarzbrot, deswegen ist es auch so super schwer. Super geil. Das füllen wir jetzt gerade rein mit Dickbutter und Kassler. Kassler muss ja weg, der wird ja schlecht. Aber der ist schon mehr als halb weg, von daher. Ja, und das war's dann heute mit Essen. Macht auch nichts, gehe ich mal früher ins Bett und früher raus. Denn heute bin ich erst wieder um 12 Uhr soweit aufgestanden, war aber auch erst wieder um 5 Uhr im Bett. Scheuert. Ja, die Liane sollte mir ja auch aus Deutschland so Multivitamin-Brausetabletten mitbringen. Und eigentlich reicht mir ja dann der Billigkram, so hier dieses, keine Ahnung, No Brand mehr oder weniger für 40, 50 Cent. Mein Vater hat aber darauf bestanden, dann auch noch hier mal so ein bisschen das etwas hochwertigere Zeug mitzubringen. Und das hier hat hier roten Johannisbeergeschmack. Und das Zeug, das ist wahrscheinlich nicht nur besser, sondern das hat auch so einen genialen Geschmack. Es gab mal von Katjes saure Johannisbeeren, so Gummizeug. Und das gab es hier auch immer in dem deutschen Laden. Aber dann haben wir festgestellt, irgendwie seit einem halben Jahr oder einem Jahr produziert das Katjes nicht mehr. Wurde halt komplett aus dem Sortiment genommen. Obwohl das eigentlich das Geilste war, was man kaufen konnte. Und das Zeug hier, das schmeckt genau wie die sauren Johannisbeeren. Also, genial. Leider ziehe ich mir jetzt von dem Zeug ein bisschen zu viel rein, weil das halt so geil schmeckt. Also normalerweise nimmt man eine Tablette für 200 Milliliter.
glaube, eine Packung ist fast schon weg.